So könnt ihr zum prächtigen Gotteshaus gehen, was euch bereits beschrieben worden ist. Ebenso wie beschrieben ragt es dort aus weißem Alabaster nach oben. An einigen Stellen könnt ihr die dünnen Scheiben sehen, durch die das Tageslicht hindurchfällt. Und im Inneren dominiert ein riesiges Standbild eines bärtigen und muskelbepackten Effort, der eine riesige Schlange mit einem gehörnten Haupt in seinem Pranken erwürgt. Der kahle Boden der Halle ist mit Mosaiken ausgelegt. Die Motive zeigen Muscheln, Schnecken, Fische und andere Meeresbewohner. Außer euch befinden sich ein paar Gläubige, ein paar Tempeldiener in der großen Halle. Die Andachtszeit ist längst vorüber. Ihr könnt in einer der Ecken Resewig Sturmtaucher erkennen und in einer anderen Ecke die Hochgeweihte des Tempels, die ihr auch bereits das ein oder andere Mal gesehen hattet. Vor allem Yarlan kennt sie, Ashebith Sabaperiman. Ja, Daniel an. Los. Ihr kennt die Frau. Oder den Mann. Ist ja ein Mann. Ja. Geh mal hin. Sag Hallo. Ah, Effort zum Gruß. Einfach zum Dank. Hast du dich Lange jetzt auch nicht. eintragen lassen bei Kornplatz? Noch nicht eintragen lassen. Ich bin direkt zu euch gekommen. Auch eine Möglichkeit. Und gestern mit dem alten Mann gesprochen. Wir wollen nicht auf Dauer anheuern, nur eine Woche arbeiten, abgesetzt werden. Mir egal. Ja klar, aber du weißt ja, wie komplex ist, wenn du aus meiner Liste stehst. Der lässt dich nicht wieder gehen. Ja, das ist richtig. Wo wollt ihr denn Deswegen. hin? Feuerhafen. Feuerhafen, da ist doch nichts. Eigentlich Mendena, aber Feuerhafen ist der nächstbeste. Ah, du merkst wohl, wie sich seine Augenbrauen verziehen, und er sehr wütend aussieht. Mein Hammer-Tempel an die dunklen Norden verloren. Wenn wir da sind, werden wir sehen, dass wir wem auch immer jetzt drin sitzt, ordentlich aufs Maul geben. Solltet ihr schon tun. Hab gehört, dass er vermietet wird. Da wird alles vermietet. Tempel vermietet. Widerlich. Ekelhaft. Keine Sorge, wir geben denen schon ordentlich was. Wir müssen nur erstmal hinkommen. Sehr gut. Aber an dem Eid kommt ihr trotzdem nicht vorbei. Befehl von Sarnin. Keine Sorge, Karina ist nicht mehr hier. Prüfung abgelegt? Wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Gut. Braucht ihr jemanden, der euch das zeigt? Weiß bei dir, dass du schwimmst mit Rüstung? Ich denke, die Landratten hier bräuchten wenig Einweisung. Ah, das werde ich mir bei dir auch mal ansehen. Was verlangt ihr von uns? Das Nötige, damit ihr helfen könnt. An Bord brauchen wir jeden Mann, jede Frau. Wenn wir in Blutregen kommen oder irgendwas anderes uns rammt, aus dem Nebel heraus, müssen wir uns auf alle verlassen können. Und dabei geht es nicht darum, dass ihr mit Schwertern umgehen könnt, sondern dass ihr schwimmen könnt. Die blutige See trägt einen manchmal nicht. Wenn ihr das Wasser schluckt, seid ihr verloren. Dass ihr Boote fahren könnt, wenn sie dann zu Wasser gelassen werden. Ich habe schon gesehen, dass Jalan Haie jagen konnte. Dass ihr Dinge zusammenbinden könnt, wenn irgendwelche Taue reißen. Dass ihr in die Wanden klettern könnt. Und dass ihr ein kleines Brett irgendwo annagelt. Nichts Wildes. Ich kann kämpfen und ich kann Knoten binden, aber ich komme aus den Bergen. Ich verstehe nichts von der Seefahrt und kann auch kaum schwimmen. Ja, also bei mir ist das gleiche Problem wie mit Sulamin. Ich bin ein Zwerg und kann deshalb auch nicht besonders gut schwimmen. Oder kenne mich besonders gut mit der Schifffahrt aus. Aber ich kann ganz passabel das Wetter vorhersagen. Relativ okay einen Knoten binden, ein bisschen mit Holz umgehen. Und natürlich zaubern. Das ist ganz hilfreich unter Wasser, denn man kann unter Wasser atmen. Und ich bin ja im Bunde mit dem grauen Mann, das hilft vielleicht auch. Immerhin möchte ich ja auch euren Intentionen nachgehen und die blutige See von allem Widernatürlichen reinigen. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Halbordmagier zu haben immer nützlich ist. Sicherlich. Bordmager haben wir schon eine ganze Menge. Ich glaube, Trismagene hat er sich auch schon mit Iserun unterhalten, oder? Oh ja, wir haben uns sehr gut unterhalten bei meiner letzten Fahrt auf der Seeala. Ich Ja. bin mir sicher, ich kann sie gut unterstützen, auch wenn sie gerade Pause hat. Ausgezeichnet. Unterhaltet euch am besten damit ihr, aber ihr solltet Sarnin nie Zugehörigkeiten auf eine Gilde pochen oder einen Orden oder einer Kirche.
Ich glaube, damit hat... dem Kommando eines Kapitäns immer unterordnen, sonst fahrt ihr halt nicht mit. Ich glaube, Iserun hat mit den Jahren gelernt, das mit der Gildenzugehörigkeit nicht so genau zu nehmen, ne? Ich meine damit euch alle. Auch dich, Jarlan. Ich bin nicht mehr in der Kirche. Es interessiert mich nicht. Es wird auf keine Zugehörigkeit gepocht, zu egal wem, auch wenn du ein Ritter bist. Oder wie auch immer du dich jetzt schimpfst. Und es hilft auch nicht, wenn ihr irgendwie einen schwarzen Drachen besiegt habt. Es wird an Bord getan, was der Kapitän oder was ich als Bordkaplan sage. Hör auf, zu widersprechen. Das haben wir verstanden. Hör auf zu seufzen, Jarlan. Um die gemeinsame Sache. Ihr seid charmant wie eh und je. Komm, fangen wir lieber an. Los. Dann raus aus dem Tempel, ab ins Wasser. Ich will sehen, was ihr könnt. So könnt ihr gemeinsam vom Tempel der Neuen Flüsse in Richtung des alten Kriegshafens gehen, an der Flottenmeisterei vorbei und auf einen der rostigen, modrigen Stege, zwei, drei kleine Fischerhafen. Es ist kein Fischerhafen, aber es sind so ausgediente Lorchas, wo wohl ehemals ein paar Kanonen montiert worden sind. Sie liegen immer noch schief, auch wenn die Kanonen mittlerweile abmontiert worden sind, aber... So steht ihr dann gemeinsam mit Resovik Sturmtorchor an einem dieser Stege und starrt in das schmierige Wasser. Und nur noch eine Anmerkung. Das ist sehr öffentlich. Sollte ein gewisser Kapitän zu diesem Zeitpunkt wissen, dass wir bei Sarnin anheuern? Ich meine, wir haben ihm gesagt, wir hören uns noch um, oder? Ja, aber nicht, dass wir die Prüfungen absolvieren. Was will er dagegen tun? Nun, er könnte gewarnt sein. Ich wollte es nur erwähnt haben, falls ihr es nicht bedacht habt. Ich glaube nicht, dass ihn das viel macht. Resovik schubst Zulamin ins Wasser. Ja, los, ihr Landratten, rein geht's! Ja, Iserun legt ihre Sachen erstmal ab. Genau, ich würde mich entkleiden. Ja, ich nehme an, das hatten wir schon getan und stehen jetzt nicht hier noch in voller Mutter rum. Erwartungsgemäß gelingt das schlecht. Wenn Boltax versucht, den Schuh auszuziehen, schubst Resovik ihn ebenso ins Wasser. Ja, ich spring zu Lamin hinterher und versuche, die zu retten. Ja, ich gehe unter. Ich gehe auch mit unter. Ich tauche Boltax hinterher. Ich gehe auch mit unter. Lass mich erst meine Rüstung austragen, nicht, dass ich jetzt auch entstehe. Ja, du kannst anfangen, deine Rüstung auszuziehen. Resovik schubst dich genauso. Ich habe sie ja gar nicht an. Ich habe doch keine dabei, schon vergessen. Achso, ne? Ich wollte sie nur gerade abhaken, damit sie mir nicht jetzt im Hotel, Bergbau ist es nicht. Schwimmen minus 4, das geht ja noch. Boltax minus 9. Raffin. Ich möchte hinter Boltax ja tauchen. Hinterher schafft es auch nicht. Abelmir springt hinterher, schafft es nicht. Iserun schafft es als Einzige. Ja, alles klar. Ich nehme an, ich kriege Boltax relativ locker flockig heraufgezogen, bevor er mir irgendwie aus der Sicht verschwindet. 20 Punkte, ja, du kannst ihn auf alle Fälle nach oben klemmen und ihn so ein bisschen am Bart ziehen und dass er zumindest kein Wasser schluckt. Du trittst und trittst und trittst Wasser. Und Boltax, tief einatmen und dann schön mit den Armen ziehen. Ich weiß, sie sind kurz, also ein bisschen schneller. Los! Boltax bekommt gerade Panik. Ich halte ihn ja fest. Keine Sorge, ich hab dich. Los, zieh! Ja, ich würde hier nochmal schwimmen, wahrscheinlich um nach das Schwert. Ja, ihr könnt euch übrigens das, was ihr was euch an Punkten fehlt, könnt ihr euch 1:1 von der Ausdauer abziehen. Okay, das ist erstmal nicht so problematisch. Ich wollte gerade sagen. Ist das Ausdauerschaden oder Ausdauerverlust? Ausdauerverlust erstmal. Alter. Ja. Du blamierst mich. Ja, 18 Punkte Ausdauerverlust. Ja. Weiter? Ist das über deine Konstitution? Kann er die von meinen ausgleichen, weil ich ihm helfe? Nein. Okay, aber er geht nicht unter, aber er wird oben. Aber er versinkt nicht, weil ich ihn habe. Okay, das reicht mir, das nehme ich. Ja, währenddessen könnt ihr sehen, wie Resovik über euch steht. Die Hände in die Hüfte. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt euch eure Rüstung ausziehen, wenn ein Schiff untergeht? Drängt euch ein bisschen an! Ja, ich versuche mal, mich da wieder übers Wasser zu retten. Alter, ich würfel halt so ein Schrott, aber das war halt, du hast halt unglaublich gute Attribute, ne? Aber ja, Junge, bist du noch beisammen? 16, 17, 17, ja, ich schaff das flockig. Ja, aber ich würfel halt auch Schrott. Ja, währenddessen wird Resovik in eine der kaputten Boote gesprungen sein, die immer noch schief im Wasser liegt, sodass es noch mehr Schieflage bekommt. Ein bisschen Wasser schwappt rein und reicht dann Abel mir als erstes die Hand. Komm rein! Ah, vielen Dank! Komm rein! Er zieht dich hoch und gibt danach Zulamin die Hand. Hört ihr die Rotzeneinschläge?
Beeilt euch! Zieht die Leichen aus dem Wasser! Oltax ist tot! Ja, ich zieh ihn trotzdem aus dem Wasser. Ja, Ich will ihn irgendwie euch anreichen, wenn ihr im Boot seid. Ja, ich würde mich einfach neben ihm aufs Boot drücken. Also ich am Boot festhalten und da hoch. Würde meinen Stab in ein Seil verwandeln und Boltax damit fangen zu probieren. Ich bin ohnmächtig, also alles gut. Ja, ist ja gut und besser. Ja, ich habe ihn ja. Also wir sind jetzt an der Mondkante, ich kann euch einfach ranreichen. Pack ihn doch einfach! Ja, du hast dich auch gerade irgendwie versucht hochzuziehen. Gelingt dir nicht ganz, weil Boltax gerade schwerer und schwerer wird. Du kennst natürlich das Gerücht, dass wenn sich Zwerge irgendwie auf Wasseroberflächen befinden, dass sie immer schwerer werden. Und während dann Abel mir gerade nach oben gestiegen ist, steht er schon sicher, will gerade mit dem Seil reinreichen, bekommt er wohl ein Paddel in den Rücken. Die Rotzen schlagen ein! Und Abel befällt wieder ins Wasser. Au! Nimmt jetzt endlich jemand Boltax! Nimm ihn, Junge! Ja, ich würde mal Boltax annehmen. Ja, dann lasse ich ihn los und tauche Abel mir hinterher. Währenddessen steht Resovik auf dem Boot und wackt mit den Füßen links und rechts, dass das Boot weiter schwankt und weiteres Wasser eingeht. Das Boot ist getroffen, wir müssen es reparieren! Zorn und brüllt ihn an. Wir hatten es euch gesagt! Und ihr habt unser Vertrauen missbraucht! Ihr solltet euch schämen als Geweihter der 12! Rede nicht, nimm den Hammer und reparier das Boot! Ich werfe den Hammer nach ihm. Nach Resovik? Ja. Warum sind es immer die Grajanis, die mich hier und heißes Fahrwasser bringen? Wofür gerne mal Außerdem will ich ihn einschüchtern. Das war ja eigentlich das, was ich gerade rumgebrüllt habe. Ja, wofür gerne mal Fettkampfbasis? Ich will jetzt deinen Einschüchtern 18 gegen seinen Einschüchtern 18 sehen. Okay. Fernkampfbasis, wo ist das? Ah. Wahrscheinlich treffe ich ihn jetzt. Das ist ein Treffer. Ja. Fällt er vom Boot oder lass ihn vom Boot fallen? Wie gesagt, der eigentliche Plan ist, ihn einzuschüchtern. Er weicht aus. Der Hammer ist verloren. Wir haben keine Chance mehr. Das Boot geht unter. Ihr müsst rudern. Rudert. Ich probiere hier ein Boot zu ziehen. Wenn Abelmir sich ja gefangen hat, brauche ich mir auch nicht helfen. Dann kann ich auch an Bord, oder? Ja, Abelmir versucht dann irgendwie ein bisschen zu helfen. Was tut Isarun derweil? Ich zauber einen Vortifex, um das Loch im Boot zu stopfen. bin ich gut. Wenigstens irgendjemand ist zu was nütze. Kann ich mir ein Ruder greifen oder beide Ruder greifen? Ich ist ja nur ein Ruderboot und anfangen uns zu bewegen? Ja, du hast dich gerade an eins der Paddel gesetzt. Dann zieht er dich wieder nach oben. Die Rajani ist verrückt geworden, du musst sie fesseln. Wo ist denn Boltax mittlerweile? Boltax ist irgendwie nach oben. Wahrscheinlich im Boot. Ja, der liegt nach vor oben, mir. Prustet ein bisschen Wasser. Rafim kann ihm auf die Brust drücken. Zu wem hat er dann das letzte gesagt? Zu Yalan. Ja. Wer ist nicht Yalan? Ich pack sie irgendwie so, dass ich etwas näher an sie rankomme. Willst du auf diesem Boot mitfahren oder nicht? Hör auf zu diskutieren, fessel sie! Ja, ich halte ihm mit Todesblick meine Handgelenke hin. Ich binde sie zusammen. Fesseln? Muss ich das proben? Oder? Klar, fesseln, dafür ist es da. Ich habe gemerkt, es ist kein Wissenstalent in so einer Natur. Entsprechend habe ich das sogar wirklich. Und schaffe es. Ja. Damit kannst du festzurren, das ist zwar kein zweifacher Palsteg. Ich möchte schaffe ich es, einen zu binden, von dem ich weiß, dass sie da alleine wieder raus kann? Nee, nicht mit 5 Punkten. Nicht mit einem THW von 3. Ja, okay, sehe ich. Sind alle an Bord wieder von dem Boot? Oder? Mittlerweile ja. Und er tritt natürlich noch mal links und rechts, damit weiteres Wasser reinschwankt. Aber Isarun hat das Ganze mit einer unsichtbaren Wand verstopft. Du hast natürlich die Matrix mitbekommen. Derweil schaut er Rafim an, der weiter wohl irgendwie bei Boltax auf die Brust drückt, damit er wieder zu sich kommt, was auch gerade mit deinem Pusten passiert. Was ist mit dir, Dicker? Kletter an die Wanden! Du guckst auf dieses kleine Stöckchen, was wohl irgendwie so einen ehemaligen Mast darstellen soll, ob das sich irgendwie halten kann. Du bist dir nicht ganz sicher. Oh, scheißegal, hoch da. Ja, Kletternprobe. Plus 3. Ja. Den knickt doch rein, sobald er da drauf ist. Werde ich halt auch verkacken, aber egal. Klettern, ne?
Ich kletter ja, da hoch. Gesagt, ich stelle mir vor, wie ihr beide versucht, an diesen Stab hochzuklettern. Und nein, das geht nicht. Ja, also es ist wie gesagt nur so ein kleines Boot, was eher gerudert wird und mittlerweile viel zu alt und morsch und es knackt unter dir und du hörst es wohl auch brechen, aber noch hängst du irgendwie auf so einer Stelle ungefähr 1,5 Meter nur über der normalen Nullstelle dann von dem Boot. Und ja, dann ist das Boot auch schon wieder zu Ende, beziehungsweise der Mast ist schon wieder zu Ende und so ein trauriges Segel hängt vor dir. Fang an, das Segel zu reparieren, wir müssen es wieder in den Wind bringen! Ja, und Rafim reißt mal an dem Segel. Ja, alles klar, würfel mal irgendwie, ja. Ich hab Leder bearbeiten, kann mich da über was machen? Ja, okay, würde ich zulassen, schneidern würde sonst gehen oder Seefahrt natürlich. Au, Leder arbeiten! Ja, du überlegst kurz, was kannst du machen? Du hast deinen Rucksack natürlich nicht dabei, aber du kannst dir ein Stück von deiner Lederrüstung so ein bisschen abschnüren, löst da so die Riemen und kannst es dann irgendwie mit den restlichen Riemen mit einem halben Arm angeklemmt an den Mast dann davor binden und ja, es hängt halt ziemlich traurig da drin, aber das Loch im Segel ist wohl auch irgendwie ein bisschen gestopft und mittlerweile mit dem Rudern von dem einen oder anderen könnt ihr jetzt ja, dann euch auch so ein bisschen in diesem alten Kriegshafen bewegen und seht halt, wie die anderen Fischer, die anderen Seeleute, die Matrosen so ein bisschen zu euch rüber gucken, den Kopf schütteln und euch auslachen. Aber ihr fahrt. Ich bin nett. Ja, wir sind an einem Boot, die haben keinen Grund zu lachen. Ja, Rafim streckt sich mal auf seine volle Größe und könnte schon fast wieder den Boden von dem Ding erreichen. Ich sehe nix! Keine Freunde voraus! Benjamin sitzt am Bug mit den gefesselten Händen und besieht sich, wie die anderen schwitzen. Weil sie ist ja gefesselt und sie kann unmöglich irgendwas tun. Komisch, gerade eben kamst du mit dem Gedanken noch nicht so gut klar. Ich habe mich arrangiert und meine heitere Gelassenheit wiedergefunden. Was? Ja, grinst du nur. Und zieht! Ihr rudert da ganz gut, ja, dann durchaus. Vor allem ruft er vermutlich sich selbst gerade einfach nur anders erziehen soll, weil er allen anderen die Ruder abgenommen hat, weil sie das so blödsinnig machen. Bulltox, stabil, mach den Mast stabil da unten, halt ihn fest! Ja, ich lehne mich dagegen. Ja, ich würde sehr gut! Gegen den Mast lehnen und... Würfel mal eine Holzbearbeitungsprobe. Ja. Ja, du lehnst dich dagegen und du kannst sehen, wie in Zeitlupe der Mast gemeinsam mit Rafim neben dir ins Wasser bricht. Entschuldigung, Rafim, Platsch. Tut mir leid. Während ich falle, möchte ich noch brüllen, Rotzentreffer! Und dann ins Wasser fallen. Ja, währenddessen könnt ihr auf der anderen Seite des Kriegshafens die stolze Seeadler von Beilung mit dem Metallsporn erkennen. Und auch dort sind dann mittlerweile die Matrosen angetreten und gucken euch zu. Sie lachen aber nicht, sondern nicken euch nur anerkennend zu. Ich würde gerne eine Wettervorhersageprobe würfeln. Gerne. Ich möchte gerne Rafim raushelfen. Einfach mal sein sinnloses Talent abbringen. Aber die Sonne scheint und keine Wolke am Himmel. Ich glaube, wir brauchen keine weitere Fahrt aufzunehmen. Ja, ich schwimme dem Boot hinterher und möchte wieder an Iseruns Arm greifen und mich wieder aufs Boot ziehen. Ja, kannst du machen. Ja, Beutax, es ist tatsächlich keine Wolke am Himmel, aber was dich noch mehr verwundert, ihr seid in Kunchum, klar, und du warst hier noch nicht, es ist sommerlich. Wo kommt plötzlich der Nebel her? Achtung, Nebel voraus! Das merkwürdig. Das können die anderen tatsächlich mittlerweile jetzt auch erkennen, wo Beutax das sagt. Ihr könnt sehen, wie sich kleine Tröpfchen in der Luft bilden. Und die dann dort verharren und dichter werden und es bildet sich langsam ein Nebel. Oh, das ist doch... Aber mir tut was! Wenn ich jetzt immer schlechter zu sehen bin, möchte ich versuchen, mich zu entfesseln. Erschwert um Jalans Wert? Ich glaube, mit drei Sternchen ist das nicht so schwer. Kannst du machen. Resovic schaut dabei eher von eurem Board weg, mittlerweile auch ein bisschen besorgt aufgrund des merkwürdigen Wetters. Ich habe mir Tsunami versucht sich zu entfesseln und fällt dabei wieder zurück ins Wasser. Ich springe gerade wieder ins Boot und springe direkt wieder raus. Ich denke, das ist eine Gelegenheit, um zu schreien. Mann über Bord! Und ich springe Tsunami hinterher. Ich stelle mir gerade vor, wie auf der einen Seite ins Boot klettert oder direkt in derselben Bewegung und die anderen wieder Körper reinmalt. Oh, ihr seid so unfähig!
Warum habe ich das jemals für eine gute Idee gehalten? Tut mir leid, Sturmtaucher, echt. Heißt die jetzt Sturmtaucher oder Haubentaucher? Boltax, ich schmeiß dich gleich hinterher. Bann lieber diesen Nebel. Ja, Zulamin versucht sich so ein bisschen wie so ein Hund mit den Beinen wassertretend nach oben zu halten, aber du kommst auch nicht zurück in Richtung des Bootes. Rafim springt aber wieder zurück, nachdem man sich erstmal wieder draufgezogen hat und versucht dich dann zu retten, während Alan irgendwie schreien, kreischend noch weiter paddelt. Abelmir, du kannst dein Eolithus ansetzen und pustest und versuchst den Nebel wegzupusten. Du merkst, er ist wohl nicht magisch, aber er ist unnatürlich und er bleibt nach kurzem, trotz des Eolithus, in der Luft. Ein magischer Nebel, seid vorsichtig! Ich würde gerne mal mit Magiekunde versuchen zu ergründen, woher das kommt oder was das überhaupt ist. Ja, würfel mal gerne. Ist das eine magische Analyse oder eher nicht? Nö, ich würde eine Wettervorhersageprobe für haben. Du analysierst ihn ja nicht. Ist mir das auch gestattet? Okay. Könnt ihr gerne machen. Ja, sehr schön. Wie ich das eben Abel mir sagte, er ist nicht magisch. Wie nah sind wir mittlerweile an der Seeadler? Ja, oder waren wir, bevor wir nichts mehr sehen konnten, meine ich. Ja, ich muss gerade mal überlegen. Oh, 100 Meter. Ist noch ein ordentlicher Schritt. Okay, ich mache hier drauf zuhalten. Ist das eine Orientierung? Orientierung im Nebel, genau. Ich öffne einfach mal. 9 Erschwernis, ich glaube, das reicht. Du weißt noch, wo sie ist. Es war ja nur 100 Meter. Sie ist ziemlich groß, wir sind ziemlich klein. Ja. Ich glaube, eine halbwegs gerade Linie zu halten geht, ist drin. Ja. Also, ihr seid euch sicher, vor allem Boltax auch, der hatte ja schon eine gute Wettervorhersage, die ihn sehr verwundert hatte. Es ist ein unnatürlicher Nebel, aber er ist nicht magisch. Und trotz der Magie von Abelmir, die ihr alle mitbekommen habt, es war nur ein laues Lüftchen, aber er bildet sich neu. Keine Anzeichen von magischem Nebel. Offensichtlich ein anderes Phänomen. Ja, natürlich, aber ungewöhnlich. Wer soll ich sagen, ihr das? Trotzdem raus. Ja, wirf mal weiter auf die See oder so. Wir sind bald da! Passt auf die Ochuchus auf! Ja, währenddessen wird er wohl seine beiden Beine über die Reling baumeln lassen und so dann den Widerstand erhöhen. Wir sind mitten in einem Tankfeld! Ja, ich versuche mal mit Zulamin wieder auf das Boot zu kommen oder erstmal aufzuholen, vermutlich. Naja, ihr wisst ja, was man bei Tang machen muss. Einfach abschneiden. Dann pach! Was, ich soll ihm die Beine abschneiden? Den Tang! Ja. Würde mal mich so halb über Bord lehnen und mit meinem Dolch den Tang schneiden. Ja, du kannst dann deinen Dolch rausholen und dich so rüberlehnen an seinen Bein ran. Währenddessen zieht er dann seine beiden Beine wieder ein und sitzt dann im Schneidersitz und guckt dann mit sorgenvoller Miene in Richtung der Seeadler. Also wie gesagt, ihr das mit dem Nebel? Irgendwas ist ungewöhnlich. Das bin nicht ich. Scheiße. Ich werde langsamer, damit die anderen leichter reinkommen können erstmal. Haltet kurz an. Okay, sind alle da? Ja, gut. Zulamin liegt röchelnd am Boden des Bootes und rappelt sich langsam auf. Ja, ich würde mit meinem Dolch mal ihre Fesseln lösen. Boltax! Seile sind teuer! Danke! Ich würde mich mal auf das Boot stellen, weil Mira habe ich ja am Rand vom Becken stehen lassen und jetzt nach meinem Bären pfeifen, dass der hier hinschwimmen soll. Okay, ja, du hast es platschen. Wunderbar. Gut, die Herrn Magier, was geht hier vor sich? Nichts Magisches. Richtig, das ist... Das sagte ich ja schon, deswegen dachte ich, hier so weg wäre, so wenn er es auch nicht war. Nun ja, vielleicht ist es eine merkwürdige Wetterlage. Unwahrscheinlich. Ich werde Luyana anrufen, das ist tatsächlich ein göttlicher Nebel. Ja, und von welchem Gott? Effert. Kann Fex nicht auch Nebel machen? Was hat Fex hier mit zu schaffen? Handel? Vielleicht stiehlt da vorne jemand was und der Nebel verbirgt das. Sollen wir zur See da durch, Odin? Odert mal weiter. Und zwar ohne Spirenzien dieses Mal. Gut, dann halt alle den Kopf unten und lasst die Hände an den Waffen, wenn ihr noch welche habt. Nur für den Fall. Los geht's.
langsam, möglichst leise. Und wir warten ab. Ja, so wird er die zweigesichtige Nuyana anrufen, die mit den Nebeln kämpft. Und nach dann Bruder Belemann anrufen, die sechs Winde. Karantu, ihr hört ihn, wie er von den verschiedenen Alvaranjaren spricht und sich dann der Nebel nach und nach verzieht. Ich dürfte gerne mal eine Sinneschärfeprobe auf Sicht machen. Ich auch, weil ich sitze ja andersrum. Dämmerungssicht als besonders. Dämmerungssicht nicht, weil es nicht dämmert, sondern echter Nebel ist und der eine echte Erschwernis gibt. Ja. Also ich sitze ja mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Soll ich auch würfeln? Nee, dann nicht. Okay. Warte, Ruderboote fährt man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, oder? Ja, doch. Ja. Boltax, du kannst wohl erkennen, wie sich gerade über eines der Ankertaue jemand an Bord der Seeadler zieht. Achtung, da ist jemand. Der will wohl entern, sage ich. Und dann würde ich auch... Wie weit ist er entfernt? Von unserer jetzigen Position aus. 50 Meter. Okay. Ja, dann kann ich nichts blitzen oder sonstiges machen. Aber mir, könnt ihr den da runterholen? Er wird dabei sterben. Ich kann mich sicherlich ab und zu mal über die Schulter gucken und das dann irgendwann sehen. Wie schnell klettert der? Also könnten wir da hinkommen, bevor er oben ist, oder ist der eher über die Mauer, bevor wir auch nur die halbe Strecke gemacht haben? Ja, ihr könnt weiter auf ihn zurudern und der Nebel löst sich weiter auf mit der Anrufung von Nuyana. Iserun derweil kann jemand ganz anderes erkennen, und zwar tatsächlich eine besagte gewandete Gestalt in einer grauen Robe mit einem Fix-Symbol, die ebenso am Kai steht. Seht mal, der Geweihte dort. Sie zeigt. Wie weit? Ja, sieht noch Fix aus, würde ich behaupten. Wie weit ist der Geweihte entfernt? Steht am Kai und dementsprechend nicht 50, sondern so 70 Meter entfernt. Okay. Aber ihr rudert auf ihn zu und die andere Gestalt ist mittlerweile über das Ankertau verschwunden. War nur kurz zu sehen und gut, es dauert halt auch ein bisschen dynamisch, bis der Nebel sich verzogen hat. Sie ist definitiv im Inneren der Seeadler verschwunden, irgendwo im Unterdeck, als blinder Passagier oder als Saboteur, und nur noch der Fexgeweihte steht dort, den ihr jetzt mittlerweile alle erkennen könnt. Aber Resovic ist ja an Bord und er ist der Bordkaplan, das heißt, er muss die Befehle geben. Wir können ja nur ausführen. Haltet auf die Seeadler zu. Soll ich dorthin transversalieren? Wenn ihr das könnt, ja, haltet ihn auf. Ich will wissen, was das soll. Gut, ich... Den Kletterer oder den Geweihten? Den Kletterer. Geweihte steht ja nur da. Und dann los, wir kommen über die Ankerleine nach. Gut, ja, ich denke, ich kann mir da ein bisschen Zeit lassen. Huch, was war das denn für ein Wurf? Ich habe eine Doppel-4 gedrückt. 44 Punkte. Okay, aber von den Würfeln her. Ist ja trotzdem gelungen. 13 übrig. Reicht doch, oder? Genau. Du kennst die Matrix vor Ort nicht, weil du noch nicht dort warst, aber kannst dich dann an das Seil herantransversalisieren. Und würfel gleich nochmal eine Kletternprobe hinterher, damit du dich festhältst. Was ist mit dem Schaden? Oder hast du vorher ein Guardianum gemacht? Nee, ich habe kein Guardianum gemacht. 1W20 Ausdauerschaden. Mhm. Minus der dafür Stern, also minus 13. Genau. Stimmt. Würfelst du oder würfel ich die 20? Was würfelst du, ist dein Schaden. Das den Arten. Nicht. Der Limbus greift nach dir, Fäden, die an dir kleben bleiben, und du packst zu. Hast das Seil in der Hand, rutscht ein bisschen, kannst dich dann aber auch nachgreifen und kannst dann im Inneren die schwere Ankerkette erkennen,